Liebe Leute von heute. Ach. Ja, der war schlecht, der war schlecht. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Gothic 1. Ja, und ich hatte ja versprochen, dass wir in dieser Folge zu Laris gehen werden und ihm die Liste bringen, obwohl ich noch nicht so wirklich weiß, warum. Denn was hat das neue Lager davon? Einfach eigentlich nur, dass das alte Lager die Liste nicht hat. Wisst ihr Bescheid? Und mir ist aufgefallen, als ich mir die letzte Folge, nee, die vorletzte Folge nochmal angeschaut habe, dass dieser Durchgang ja direkt hier hinführt. Das heißt, ich muss gar nicht da rumgehen. Oder, was habe ich getan? Ich habe springen gedrückt. Man kann tauchen. Also wenn ich so mache. Okay. Wow, da ist die Maus invertiert. Das ist natürlich. Und wenn ich dann. Okay. Das Gelbe ist also meine Luft. Gut, ja. Brauche ich jetzt eigentlich nicht so. Das war kein auch so im Wasser, so irgendwie so schneller. Oder. You know? Aber geht anscheinend nicht. Dum dum di 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 du 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 dum du 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 dum. Oh. Hey du! Ich habe dir doch gesagt, du sollst den Bauern Wasser bringen. Ich mag es nicht, wenn man mir Sachen verspricht und sie dann nicht hält. Ich verpiss mich. Hör doch auf damit! Ich verpiss mich jetzt erstmal. Ich gehe. Wenn wir nachher wieder aus dem alten Lager. Ich sag immer, ich wechsle mal das alte mit dem neuen Lager, ey. Was eine Scheiße. Wenn wir nachher aus dem neuen Lager wieder rausgehen, um uns wieder auf unsere göttliche Mission zu machen. Wie auch immer die sein wird. Dann werde ich mal schauen, ob wir den Typen besiegen. So, dann können wir mal gucken, wofür wir die 10 Lernpunkte ausgeben können. Ich weiß schon wofür. Ich habe eine gute Idee. Das ist ganz, ganz wichtig. Boah, ich krieg die Krise mit der Penner. Du schon wieder! Ich habe die Bedarfsliste der alten Mine. Nicht schlecht. Wie bist du daran gekommen? Ion hat sie mir gegeben. Du hast Nerven. Sie haben dich geschickt, um dich zu prüfen, was? Toros geht bestimmt schon die Wände hoch. Diego hat mir den Auftrag gegeben. Diego macht, was Toros ihm sagt. So wie ich ihn kenne, würde er sich totlachen, wenn er wüsste, dass du hier bist. Kann ich jetzt rein, oder was? Geh nur. Laris werden die Augen aus dem Kopf fallen. Voll geil, das ist der Plan. So, Freund Blase. Dann zeig mal. Ey, nicht rein. Genau, Laris, sehr schön. Ich habe die Bedarfsliste der alten Mine bei mir. Nein, das glaube ich nicht. Du bist mir schon einer, das muss ich ja sagen. Zeig her. Hier ist sie. Tatsächlich. Weißt du, was wir jetzt damit machen? Wir schreiben noch ein bisschen was drauf und du bringst die Liste zurück ins alte Lager. Wenn sie den Krempel dann an die Mine liefern, überfallen wir sie und sacken uns alles ein. Das haben wir gleich. So, hier ist die Liste. Du weißt, was zu tun ist. Reicht das, um euch aufgenommen? Mordrak hat sich für dich eingesetzt. Die Liste hier hinzubringen hat dir einiges Ansehen gebracht. Aber du bist noch nicht bereit. Ja, ich weiß, ich muss noch besser werden. In so Zeugs und so. Einhänder ausgebildet. Volltrefferchance 5%. Wow, das ist, ey, das, wow. Echt. Das ist, wow. Aber ich weiß, was ich damit machen werde mit den Lernpunkten. Das sind 10. Und 10 werde ich nicht verschwenden. 10! 10 Lernpunkte! Nee, Quatsch. Wir werden damit hier so Zeugs lernen, wisst ihr? So Fell abziehen und Zähne ziehen und was ist der Typ da am Anfang da? Zeigt hat diese Drags oder so. Jetzt werde ich mal rausprobieren. Das habe ich mich in den letzten Folgen auch schon mal gefragt, als wir hier rausgegangen sind, ob man nicht auch einfacher hier rauskommt.
So, okay, wir sind jetzt hier. Komme ich jetzt hier runter, ohne dass ich mir alles breche? Schlecht. Nee, doch. Yeah. Und yeah. Dann sehen wir uns den Lefty mal vorkämpfen. Jetzt will ich gucken, ob ich den besiege. Naja. Ja, hallo. Willst du mich angreifen? Weg mit der Ratte! Ein Kampf! Nie wieder. Ja, okay, wenn der Eislord nicht hier kommen wäre, dann hätte ich den besiegt. Das ist klar. Aber cool, dass er mich hier angreift. Das finde ich ja schön, ganz schön nett von dem. Hey, Lefty. Fuck off. Ja, irgendwann, wenn wir stark genug sind, werde ich dir nochmal verjacken und den Reislord gleich noch mit dazu. Also, so lassen wir nicht mit uns reden. You know. So. Warum ich hier hinten lang gehe und nicht unsere Gelle abkürze, das hat gleich folgenden Grund. Zum einen möchte ich nicht dort hinten lang gehen, weil ich nicht weiß, ob da die auch Jäger sind. Und hier sind Blutfliegen, wo wir ja schon gemerkt haben, dass diese Flügel von denen extrem viel Knack bringen, ja. Und je mehr Knack wir haben, umso fröhlicher bin ich. Hallo. Ja, jetzt komm her. Scheiße. Nein. Ich bin blutig, ich packe im Hintergrund rum. Nummer 2 folgt zugleich. Masche zurück. So. Die machen viel Schaden. Aber ich mach mehr Schaden. Jetzt bin ich mal ganz gewieft und greife die an, ohne zu speichern. Ja, ich bin Papa Schlumpfrontblase. Nicht mit. So, speichern. Dahin haben wir Scavenger gesehen. Die holen wir uns auch gleich noch, ey. Das ist eine richtige Fight-Folge hier. Die Scavenger wissen wir mittlerweile, können gar nichts. Ui. Beide schön zwei Fleisch mit. Das müssen wir alles braten. Dann haben wir schön viel Stuff, um uns zu heilen. Natürlich schön Seraphis und Höllenpilze mitnehmen. Oh ja, kann man sich schon einrufen. Da hinten. Das ist auch schön hier, so ein kleiner Steg. Oh, Alter, ich krieg die Krise. Gut fliegen. Aber es sieht seltsam aus, es ist alles so grau. Und, ich weiß ja nicht. Und hier irgendwo, ja, irgendwo soll es ein Ork-Gebiet geben. Das wir vermutlich auch irgendwann noch sehen werden, aber ich bin mir sicher, dass das nicht heute und nicht morgen sein wird. Und höchstwahrscheinlich eventuell auch nicht übermorgen, wohl übermorgen, ja, da wäre mir nicht so sicher. Nee, er nicht, vermutlich nicht, nee, glaube ich nicht, nee. So, was haben wir hier? Ist alles kaputt, alles im Arsch. Nicht schön. Oh, da ist eine Höhle links. Mit Typis. Hallo, genau. Hallöchen. Was zum Teufel machst du hier? Ey. Bleib mal ganz cool, ey. Kann ich jetzt gemacht werden? Aua.
Nicht Bogen, Bogen ist böse. Lass mich doch verarschen. Okay. Notiere im Kopf. Nichts dem Typen in der Höhle gehen. Der tötet. Aus Grund XYZ, den wir jetzt noch nicht wissen anscheinend. Was machst du hier? Ich greif dich direkt an. Ich hab dich mal was. Kannst mich auch mal beißen, aber. Oh. Also diesen Äxchen, ja, noch nicht so nahe kommen. Hab ich jetzt Scheiß abgezogen hier? Nein, noch nicht. Noch nicht. Oh, das Lebenstrank. Der etwas schwebt. Und hier ist Wasser. Na gut. Soll mich jetzt nicht stören. Ja, die komischen. Oder soll ich es mal wagen? Komm, wir wagen es jetzt mal. Und wenn nicht laden, war neu. Gar kein Problem. Nur noch voneinander. Oh. Scheiße. Sie sind besiegbar. Aber sind stark. Fuck. Das machen wir. Wir machen das. Wir machen das. Wir machen das. Komm her, du. Komm her hier. Ey. Ja, komm her. Okay, wir lassen das. Wir warten, bis wir mal stärker sind. Ich habe jetzt keinen Bock, hier 1000 Versuche zu machen, nur damit wir eventuell 2 von den Viechern hier killen. Das muss nicht sein. Nein, das muss echt nicht sein. So, haben wir hier noch irgendwie einen kleinen Shit, der hier rumliegt, den wir looten können? Nein, schade. Nee, das traurig, das traurig. Das traurigt mich, ey. Traurigt mich voll. Wir haben schon etwas spät. 18:56, man sieht's schon, ja. Abenddämmerung. Aber auch nicht so schlimm, ja. Was haben wir in der Folge fast wieder nichts geschafft, ey? Tut. Wir werden jetzt nämlich zu diesem komischen Typen gehen, wie dieser Aiden. Ist der Aiden? Aiden? Irgendwie so? Ich glaube. Bam, 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 bam. Der hoffentlich unterrichtet mich auch. Oh, Waldbeere. Aiden, Aiden, whatever. Talk to me, Aiden, talk to me. Was machst du hier? Ich bin Jäger. Ich lebe vom Verkauf von Fellen und Zähnen. Bringt das viel ein? Wenn man weiß, wie man die Viecher richtig ausschlachtet, schon. Ich will lernen, Tiere auszuschlachten. Was willst du wissen? Alles. Zeig mir alles. Worauf muss ich beim Häuten von Reptilien achten? Die einzigen Reptilien, die dafür geeignet sind, sind der Lurker und der Sumpfhai. Wenn du die Haut an den Seiten anschneidest, löst sie sich wie von selbst. Du solltest ab jetzt kein Problem mehr haben, Echsen zu häuten. Okay, cool. Oh, Fell abziehen, das ist natürlich auch noch. Was kostet also viel? Ja, ich hab so viel. Wie kann ich den Viechern das Fell abziehen? Wichtig ist vor allem immer von vorne nach hinten. Wenn du den Bogen einmal raus hast, ist es kein Problem. Felle sind sehr wertvoll. Das Fell von Wölfen oder Schattenläufern eignet sich zum Herstellen von Kleidung. Du wirst merken, ob ein erlegtes Tier ein brauchbares Fell hat, wenn du es untersuchst. Okay, so, was ist denn? Wie viel Erz habe ich noch? Ich hoffe, ich habe noch genug. Ich müsste noch genug
für mindestens ein Zahn. Zähne. Wie komme ich an die Zähne? Du musst vor allem darauf achten, dass die Zähne nicht splittern. Um das zu verhindern, musst du dein Messer in der Mitte des Zahns ansetzen und vorsichtig hebeln. Zähne kannst du von Wölfen, Schattenläufern oder Snappern nehmen. Und hab ich's? Bring mir bei, Krallen abzuziehen. Ist im Grunde ganz einfach, wenn du weißt, wie es geht. Du musst die Krallen nach vorne wegknicken. Auf keinen Fall nach hinten und nicht ziehen. Krallen kannst du vor allem von Echsen nehmen. Du wirst ab jetzt erkennen, von welchem erlegten Biest du die Krallen nehmen kannst. Sehr gut. Danke, Aiden. Gucken wir gleich mal, wie viel Erze wir noch haben. Vermutlich nichts mehr. Wieder Arm. Traumrufer. Ah, nee. Hä? Münze? Hatten wir genauso viel, wie wir brauchten? Da kannst du mir nicht erzählen. Hatten wir exakt 300? Echt? Gut. Will ich das mal glauben? Ich hoffe ja, dass er mich jetzt nie angreift. Geil. Krasser Typ auf alle Fälle. Dietrich, oh, hat die Karte dabei, siehst du? Ja, wir brauchen. Er muss ja nicht was kaufen, Dietrich. Wird einmal Aiden ausgeräumt, dann kommst du dich in Dietrich, also. Und, stimmt ja, hier ist eine Höhle. Da waren Mordrak drin, habe ich gesehen, sind mit Mordrak hergelaufen. Und, oh, da ist noch eine Steinwurzel, die ein bisschen schief gesetzt ist. Aber soll uns nicht stören. Ey, ihr wisst gar nicht, wie sehr einen das nervt. Also, nicht wie sehr einen, sondern wie sehr mich das nervt. Hallöchen. Da. Ja, quietsch mal nur noch mehr. Sehr fein. Da haben wir, oh, gleich mal einen Lebenstrank. Eine Axt, eine verwitterte Axt und ein Tränkchen. Jo, dann haben wir die Höhle auch schon mal gesäubert. Es geht doch. Man muss halt wissen, mit welchen Kreaturen man sich anlegen kann und welchen halt nicht, ja. Und es gibt halt echt wirklich Viecher, da denkt man sich so, nee, lass mal lieber noch ein paar Stufen ins Land ziehen, ja. Es kommt alles noch. Wir können auch irgendwann diese komischen Echsenviecher da in einem Schlag killen. Bestimmt, also gehe ich mal davon aus, weil so schwer waren die ja eigentlich nicht. Die machen halt nur Schaden, die weiß ich nicht. Weißt du, so wie weiß ich nicht. Das ist so krass, dass ich nicht mal weiß, wie viel Schaden sowas machen könnte. So viel war es auch nicht. Wer bist du? Coverlorn? Was machst du hier draußen? Ich bin Jäger. Ich jage vor allem Scavenger. Fein. Kannst du mir was über die Jagd beibringen? Kommt drauf an. Was willst du wissen? Schleichen, Bogen. Ich habe, glaube ich, nur noch 5 Lernpunkte, oder? Kann das sein? Es kann. Ich habe nur noch 6. Lernpunkte. Kann ich von dem Mädchen auf die Truhe haben? Kann ich. Geil, dass das hier draußen keinen interessiert, aber sobald du drinnen irgendwas irgendwie mit so einem Schlüssel bekommen. War das ein Schlüssel? War das nicht? Nee, das ist es nicht. Ich hab da gerade Schlüssel bekommen, ich bin nicht bescheuert. Cavalons Schlüssel. So, Cavalons Schlüssel. Wofür denn? In der Truhe, die ich einfach so öffnen konnte. Oh, hallo. Das ist kein Leben mehr. Egal. Das ist eine Tür. Ah, ist das vielleicht so ein Geheimversteck von Cavalon hinten? Gelbe Bude. Weiß ich nicht. Bier, eine Spruchrolle,
noch eine Truhe. Oh, fällt ein Schattenläufer zweimal. Habt ihr gesehen, wie viel wert das war? Ich habe nur irgendwas im dreistelligen Bereich gesehen. Oh nein. Das speichern wir erst. Wieder, da geht's nämlich los. Es geht nicht mit links los und mit rechts. Ich bitte euch, wusstest du? Links, rechts. Ah ja. Noch ein Dietrich, verwitterte Axt, großes Schwert. 62 Hertz, das ist sehr gut. Und Feuerpfeil. Also wir sollten unbedingt das zweite Mal Truhen öffnen machen. Also das ist echt voll, voll wichtig. Kurzbogen. Und wieder raus hier. So. Freunde, dann haben wir jetzt schon wieder ein bisschen Überlänge, aber das ist natürlich nicht so wild. Ich hoffe, ihr schaltet morgen wieder ein, wenn wir wieder ein kleines Ründchen Würfel Guide spielen. Bis dann, haut rein!